Heute müssen Brox und ich aus der Pizzeria entkommen. Das ist immer eine Pizzeria, da werden irgendwie Menschen auf die Pizza gemacht. Und ganz am Ende müssen wir auch noch den Weg suchen und werden ausgeschissen von dem Pizzachef oder so. Es wird auf jeden Fall richtig wild. Guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß. Hey, Kasper! Hä, Broxo? Was geht ab? Was machst du denn hier? Hä, ich warte hier auf meine Pizza. Wieso? Was ist los? Auch eine gute Pizzeria. Aber was ist denn hier mit der Pizza passiert? Guck doch mal auf den Boden, da läuft so ein Fass und sowas aus. Was ist denn das? Ja, was ist das denn? Das hab ich gar nicht gesehen. Warte mal, hä? Wie, was soll das denn sein? Moment mal. Irgendwie eine Säure? Du wolltest ja einfach ganz normal eine Pizza holen, oder was? Ich hab mir hier vor einer halben Stunde eine Salami-Pizza bestellt, aber die kommt irgendwie nicht. Ja, hast du ein richtiges Schild, dass du dich auf dem Boden gesehen hast. Du wirst sogar fast davon berührt. Ja, ich hab auf mein Handy geguckt. Alter! Ja. Was ist das denn? Hey. Guck mal hier auf die Pizza! Eine Menschenpizza, oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso hat der auch rote Augen da, der Chefkoch? Gute Frage. Lass mal hier lieber, lass mal hier vorbei, lieber auf ganz entspannt. Würde ich auch sagen. Boah! Hä? Boah! Okay, so pass auf, Pizzateig. Vorsichtig sein hier beim Rüberspringen, ne? Boah, auch scharf. Ah, aua! Ey, aua, nein! Und hier und yo! Jawohl. Da bin ich doch schon wieder. Okay. Hier ist ja die Salami, die ich mir bestellt habe, aber. Darf man die nicht berühren, oder was? Rumgelaufen, Alter. Richtig heftig. Das war die Salami? Das sind die So, okay. Guck mal hier. Alter, Tomaten. Ja, und die sehen auch relativ frisch aus. Guck mal hier. Das ist so ein Lager oder so. Aber ich glaube, warte mal, ist das unter uns so ein Tomatensee oder was ist das? Ich glaube, das ist so flüssiges Tomatenmark. Ah, okay. Darf man also nicht... sieht anscheinend richtig heiß aus. Also ich würde da auf jeden Fall nicht rein wollen. Nee, ich auch nicht. Hier, was ist... Mein Gott. Das ist hier die Küche. Die gigantische Küche. Guck mein Gott. Auch hier, du hast da so richtig heiße Pfannen, ja. Okay, krass. Oh, okay, also die dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren, sonst werden wir mal schnell berühren. Ich verbrenne, ich bin ein Hummer. Hey, komm da raus. Oh, okay, alles gut, ich komme lieber raus. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, was ist hier? Okay, dann sind anscheinend so... Hör, hast du gerade das Messer berührt? Ich hab's berührt, aber es hat nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja, weil es auch oben nicht scharf ist, du dummer Ach, Kerl. Ja, stimmt, ja. Okay. So, hier. Oh, pass auf, nicht gerollt werden oder so, ne? Oh, ob ich das will, ey. Also eigentlich muss ich ja dann nur... Ah. Ja, wir müssen doch nur da lang. Ja, du kannst hier ganz normal lang balancieren. Ah, guck mal, er sieht uns gar nicht, komm. Okay. Oh. Nee. Guck mal, die Ananas weint. Alter! Nein, die, weil die da auch ein Messer drin steckt. Ja. Oh mein Gott. Oh. Okay, dann lass uns vorsichtig rüberspringen und so. Okay. Dann hier die Spüle. Hier erstmal auf die sauberen Teller oder was? Ja, wir müssen auf jeden Fall echt gut aufpassen. Also ich kann auf jeden Fall nicht schwimmen. Wenn ich da reinfall, Brox, dann war es das mit mir. Ich kann auch nicht schwimmen. Deswegen sollen wir am besten nicht da reinfallen. Hier okay, was ist das? Eiswürfel oder so? Ja, okay. Das macht voll viel Spaß und wir sind im Kühlschrank. Hier können wir uns ein bisschen erkunden. Und wir sind auch schon voll klein, ne? Wir sind die ganze Zeit schon voll klein. Ja, aber also ich meine, guck mal, wie groß hier so eine Pepsi ist oder sowas. Ach stimmt, du hast jetzt im Vergleich zum Restaurant eben, hast du ja schon recht. Ah, nein! Nein, ich bin auch falsch gesprungen. Ich dachte, wir hätten mal anders entspringen sollen. Oh Gott, wie kommt man denn da rüber, sag mal? Ich frage mich auch gerade nur, wo muss man hier aufs Milch? Nee. Ich glaube, ist hier ein unsichtbarer Weg? Ja! Oh mein Gott, ein unsichtbarer Weg. Das ist Glas, das ist einfach nur eine Glasscheibe, die da ist. Ja, stimmt. Ah, okay, dann komm, lass mal über die Spaghetti rüberlaufen. Guck mal, wie gut ich laufen kann. Bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen, genau hinter dir einen Meter. Oh, unglaublich. Das passiert halt, wenn man so hinguckt. Ja. Spaghetti ist einfach nicht so meins. Ich mag lieber irgendwie diese gedrehten Nudeln. Ja? Ja, die finde ich auch lecker. Ich mag Spaghetti. Und auch normale. Ja, obwohl die gedrehten Nudeln sind auch lecker. Sind auch gut. Okay. Also hier, was ist das hier nochmal? Ketchup ein bisschen? So Horror-Ketchup, da müssen wir anscheinend rüber. Der Horror-Ketchup. Vorsichtig, auf jeden Fall. Okay, guck mal, er zeigt uns den Weg. Okay, was sollen wir. Warte mal, hier die Abzugshaube? Oh, er sagt, das ist anscheinend ein richtig rutschiges Dach hier, ne? Schnell! Kasper, Hilfe! Hä? Wo bist du? Da unten? Hier. Du musst immer schön springen, Okay. Oh Gott, hab's auch. Pass auf, hier ist der Ekelsenf. Oh mein Gott, so ganz scharfer, ne? Ah! Oh nein, Broxo! Ich hab ihn berührt, der war echt ganz scharf und eklig. Ja. Schade, wir haben meinen Fuß weggebrannt. Okay. So, dann hier erstmal. Guck mal, hier die Käsereibe, ne? Ja, aber lass dich los nicht reiben. Nee, lieber nicht. Ich bin doch kein Stück Käse. Hier. Ich auch nicht. Oh, Checkpoint.
Okay, pass auf das Brett auf, ne? Das sieht ganz schön kaputt aus. Nicht so, zu zweit drauflaufen. Ja, er zeigt uns hier wieder den Weg. Okay, wir sollen durch den Lüftungsschacht gehen. Ich würde sagen, dann machen wir es nochmal. Und lass uns mal Oh, wir müssen uns gar nicht aufteilen. Ich dachte, wir müssen es auch aufteilen, ne? Hui! Oh! Was ist das denn? Hier das werden die geheimen Zutaten hergestellt von der italienischen Pizza. Alles klar, da bin ich mal ganz kurz gegen. Ich habe dich angeguckt und bin auch. Ja, genau. Bin ich mal ganz kurz gegen das Netz gekommen. Ich auch. Aber wahrscheinlich sind hier echt so die Zutaten. Na, hier ist schon so, okay, Parmesan. Oh ja, stimmt, da liegen. Sind das Pommes? Ich weiß nicht, ob Pommes sind oder Käse oder so. Es könnten auch so Käsescheiben sein. Ich glaube, es sind eher so Mozzarella-Sticks, ne? Ah, das kann auch sein, stimmt. Hier so, ist noch so Käse. Oh, wow. Immerhin schon mal draußen. Lol. Oh Gott. Schon mal draußen. Pizza, aber runterspringen von hier können wir nicht, weil dann war es. Es ist noch ziemlich hoch da unten. Sollte echt nicht runterspringen? Ja, ah, nee, vor dir. Nein, bist du gar nicht. Du hast nämlich eine Sache nicht gesehen. Nein. Ja. Mano. Das hast du nicht gesehen. Ich hab's echt nicht gesehen. So, hier. So, du musst auf jeden Fall vorsichtig sein hier. Oh, okay. Es geht wieder. Oh Gott, was ist denn hier? Die 1337. Okay, also hier irgendwie 1, so ein. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist die geheime Zutat. Oh Menschen. Mein Gott, und hier liegt jemand. Menschen ist die geheime Zutat. Denkst du, der verkauft Menschenpizza? Ich glaube ja. Ich glaube, der frisst Menschen echt auf seiner Pizza. Okay, pass auf, ich würde auf seinen Arm raufspringen. Bein. Ich will da nicht reinfallen. Checkpoint. Okay, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier. Oh Gott, da ist er. Oh nein. Ich mag hier gar nicht reingehen. Böse. Guck's dir an, hier, da ist er auf der Pizza. Ich will da doch nicht drauf. Ah, Bruxo! Der hat mich gegessen, nein! Ey, warum sind die auf einmal Kekse? Gott. Ja, weil ich glaube, wir sind jetzt in seinem Magen drinne. Wie viel isst er denn? Ja, der frisst alles, der ist richtig hungrig anscheinend. Hier, Kekse. Oh Gott, ey, da isst er die ganzen Chocolate-Cookies da auch. Ich sag's dir, also richtig, richtig eklig. Dann lass mal hier lang. Oh, hier die Wirbelsäule oder in seinem Magen oder so. Ja, oder so. Ja, stimmt. War vorhin oder glaubst du, oder war es gerade die Zunge? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann auch die Zunge gewesen sein. Ah, hier ist die Wirbelsäule erst. Okay. Oh. Warte, ich bin direkt hinter dir. Ich komme. Oh, ja, okay. Oh Gott. Jetzt sind hier noch so Säurefäden. Nein, pass auf. Oh mein Gott. Oha. Oh Gott, du kannst auch durchziehen. Oh, okay, sehr schön, sehr schön. Das war echt nicht schlecht. Also, das war richtig krass. Okay, dann hier durch. Achso. Guck mal, hier hat er so Wackelpudding gegessen, ne? Der hat richtig viel gegessen, muss ich sagen. Magst du keinen Wackelpudding? Geht so. Oh, was sind wir denn? Hey! Oh nein, da war es eine Wurst! Nein! Oh nein! Nein, ich will nicht. Oh mein Gott, wir sind in seinem Hintern! Der Pizzachef, der. Okay, ich hab's. Alles gut, Bruxo. Und, oh mein Gott, da oben, da sind wir rausgekommen und natürlich forzt er noch. Oh nein. Oh, das war ja richtig eklig. Guck mal hier, ja, das steht da irgendwie aus der Wand oder so. Haben wir einfach in ihm gefangen, das ist ja richtig eklig. Das ist echt ekelhaft, ne? Was ist hier? Oh Gott, haben wir hier noch was entdecken? Nee. Wir können hier rein ins Haus. Hier sind anscheinend so Snacks oder so. Ach so. Guck mal, wir haben es geschafft. LOL. Wir sind entkommen von dem bösen Pizzatypen. Aber lass mal gucken, ob wir hier noch was machen. Können wir hier ins Haus noch reingehen? Aber gut, dass wir schon mal entkommen sind. Hier, das sieht doch auch aus wie ein kleines Paradies. Guck mal, hier können wir Abzeichen mitnehmen. Und was ist das hier? Wow. Ja, Mann. Wow, oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, wenn du sehen könntest, wie hoch ich springen kann. Oh. Siehst du mich? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Njo. Oh mein Gott, wie schnell! Warte mal. Guck mal, was ich auch kann. Ich kann mir hier eine Farbe holen. Nimm den Speedpass hier. Grad schon. Und hier. Boom! Guck mal, ich bin einfach wie Iron Man oder so. Oder wie Aqua und Iceman. Ich auch. Njo. Oh mein Gott, wer rüberkommt? Los! Das ist echt schon richtig cool, muss ich sagen. Ich auch und. Oh! Komm mal her hier. Oh mein Gott. Oh, okay, da bin ich nochmal nach unten gekommen und da ging es mir gar nicht mehr gut, Freunde. Aber ich will auf jeden Fall sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir konnten aus der Pizzerie entkommen. Es hat ultra Bock gemacht, wenn ihr wollt, dass wir nochmal aus irgendwie irgendwas Gruseligem entkommen. Da auf jeden Fall gerne auf den Like und auf den Abern. Tut mir jetzt nochmal, check gerne ein, zwei, nochmal Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.